wird, glaube ich. Coronavirus. Ja. Ruhe, du weißt. Ist Dennis überhaupt noch? Dennis, bist du überhaupt noch da? Ich war ja seit einer Stunde nicht mehr gehört. Dennis, bist du noch da? Ja, hier. Oh mein Gott, er hat das gepauschiert. Zu dem Matchup kurz, Marth. Grabben. Und dann Aerials. Das ist alles, was man machen muss. Was sind denn Kills? Hat er so? Eigentlich hat man fast keine. Außer Ken-Combo. Ken-Combo. Und dann halt einfach Neutral 15 Mal gewinnen. Digga, was macht der denn da? Der pauschiert der einfach. Ja, Dennis, gute Besserung. Nicht so pauschiert. Nee, das ist alles Wichse. Ich glaub's gar nicht. Eigentlich, wenn man das Matchup richtig spielt, dann schießt Samus so gut wie keine Missiles. Und man immer nah genug dran bleibt, um zu threaten, aber nicht weit genug weggeht. Ich kann's auch noch nicht so richtig, aber. Ich find's auch philosophisch einfach scheiße. Der Samus oder der Falco kann einfach richtig small brain, seine scheiß Taste spammen. Du musst richtig high-grade execution machen, nur wenn du einmal es reflektierst. Musst du richtig perfekt das drücken. Dann einfach weiter spammen. Ja, die Misse. Ja, aber auch gegen Falco. Okay, ich fühle mich einfach dumm, wenn ich vorstelle, weil so, wow, jetzt habe ich mich extrem angeschränkt, um eine scheiß Projektile zu reflektieren. Und da kann ich aber weiter spammen. Also ja. Kann ich so, natürlich gibt es halt, klar, wenn man ranrennt nach Porsche, ist natürlich extrem gut. So allein der Gedanke, so, dass er halt null Aufwand einsteckt und man selber ist halt so. Du musst einfach nur Laser, ne? Aber auf High Level muss er wieder denken, weil er muss einen Low Laser und dann einen High Laser schießen. Damit er wieder einen Low Laser durchbringt. Wenn man es wirklich kann, dann wird es auch gefährlich, so ein Fall kommen. Ja. Ich glaube, ich muss nicht schon wieder gegen Samus. Was ist das hier für Mannschaft? Wolfgang, du musst wieder spielen. Guck dir das mal an. Wir könnten ein schönes High Level Sheik und Marth spielen mit Brands. Nein. Ich habe wenig besser Lust darauf. Hä? Nach einem halben Jahr durch Panati muss ich ja immer Simon's Pub spielen. Da habe ich nicht mehr so viel Lust drauf. Das war der Grund, warum ich nicht so viel Bock gemacht habe. Okay. Weil meine Reserve so langsam hat. Außer ein bisschen meine Power. Ja. Dann musst du nur einfach mal ein, zwei Weeklys nicht raus. Weil immer mal zu Hause bleiben. Weiß nicht. The Witcher angucken oder spielen. Ich hab's jetzt letztens endlich durchgespielt. Ich hab's mir vor. Echt? Nicht spoilern, ich hab erst angefangen. Ich bin erst am Anfang. Ja, es ist also. Insane. Ich sag's dir so. The Witcher 3? Ja. Aber ich sag's, also was mir passiert ist, ich hab's vor 3 Jahren im Steam Sale gekauft oder vor 2 Jahren. Weil ich im Trailer den DLC gesehen hab, wo es Toskana spielt, dieser. Zweite DLC. Die sind alle mit der Switch-Version. Der zweite DLC spielt eine extra World Space, der so an die Toskana geht. Die haben mir so geil gefallen, als ich das Spiel gekauft habe. Dann habe ich es gespielt und habe die ersten 10 Stunden einfach durchgesucht, weil ich war so unheimlich begeistert, dieses Rascheln der Bäume im Wind und so, das Zauber mega hart. Dann bin ich in diese Großstadt gekommen, also Bobby gerade, muss man schon nicht. Da bin ich fast. Oh, ein Jenny Prenzelberg. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon so ein bisschen abgenutzt. Dann komme ich da in irgendein Gebäude rein und da spricht sich so ein scheiß Zwerg mit seinem fucking irischen Akzent, in dem man einfach so dann mit ihm für Dennis, wie läuft's mit deinem Coronavirus? 60 Millionen Fantasy-Zwerge mit allen selben beschissenen Akzent. Da habe ich einfach alt F4 gedrückt. Ja, einfach alt F4 gedrückt und nicht mehr angepasst. Ah, schade. Und jetzt habe ich es vor 2 Monaten wieder angefangen und bis auf 60 Stunden durchgesucht und dann wirst du jetzt hier durch. Das ist wirklich extrem geil, das Spiel. Ich bin so, also ich. Das ist halt jetzt das eine Switch-Spiel, was ich habe, was ich auch spielen will. Ich habe jetzt Pokémon so durchgespielt, weißt du? Und war so, nee, ich brauche irgendwas Gescheites so. Seitdem ich dieses Spiel spiele, das ist wirklich so geil. Das ist wie ein kleiner Kinofilm. Ja. Aber gleichzeitig ist er auch mega geil. Ja. Ich frage mich halt, wie die ist, weil wirklich jeder einzelne Gespräch ist irgendwie deep, oder? Oder also nicht deep? Aber zumindest das war mit verschiedenen Kameraeinstellungen. Und welches Spiel geht gerade? The Witcher 3. Ah, nice. Und spiel den zweiten DLC, wenn du irgendwie fast. Der erste DLC. Der erste DLC spielt noch in der Hauptwelt. Ja, irgendwie ist das. Die DLCs sind alle so im Spiel integriert bei mir. Ja, klar. Du kannst den ersten DLC einfach anfangen. Der erste DLC ist unglaublich gut. Der ist meiner Meinung nach viel besser als die Hauptstory. Der zweite DLC ist okay, macht richtig Fun wegen der neuen Welt, weil die halt mega schön ist einfach. Ja.
aber die erste Szene ist so geil einfach. Weil der ich will nicht zu sehr spoilern, weil er nimmt halt so eine alte polnische Sage und cool. Es ist einfach unglaublich, also die Charaktere sind einfach. Ich habe einfach das erste Mal seit Jahren in einem Videospiel, habe ich so ernsthaft gedacht, hat mir wirklich jemand extrem leid getan im Videospiel. Ich kann dir mal sagen, wie das machen soll, aber indem du gute Storywriter nimmst, die gut bezahlst und sie sehr lange schauspielen lässt. Dann kommt sowas raus. Ja, sie haben echt dann viel gearbeitet dafür, weil echt so kleine Dialoge sind irgendwie nicht langweilig. Ja. So, es ist wirklich so, du bist so, alles ist meaningful irgendwie, so ein bisschen. Und du merkst ja, man merkt ja, viele Menschen haben ja nichts zu sagen. Mit denen kannst du ja nicht interagieren, außer, was machst du hier? Geh mal weg von hier, deine Augen sehen scheiße aus. Ja, genau, aber was die reinforcen trotzdem das Leben. Und dann die Leute, die mit denen du interagierst, sind halt, es gibt so viele, das habe ich bei Pokémon zum Beispiel so sehr vermisst. Also jeder Dialog hat sich leer angefühlt. Außer dann so random, ich weiß nicht, ob du Pokémon gespielt hast. Richtig. Das Neue. Und außer so, alles ist richtig leer. Außer so randomly, so ab und zu mit einem Arena-Leiter redest du und der haut dann so voll den deepen, so Mindset-Spruch. Mein Vater ist gestorben, als ich zwei war. Nee, haut so was über Mindset raus, so von wegen, ja, das und das. Und man darf nicht die Erwartungen der anderen, sondern man muss sich selber treu bleiben und folgen und so. Und dann kommt wieder, dann redest du mit dem anderen dann so, ja, Pokémon ist dick. Hast du Fire Emblem gespielt? Three Houses? Ja. Nee, noch nicht. Das ist das einzige Switch-Spiel, was ich gespielt habe. Soll geil sein, ne? Ja. Das ist aber von der Story her kein Vergleich mit Witcher. Ich glaube, dass das kein Vergleich ist. Außerdem diese Anime-Sachen irgendwie in letzter Zeit. Ja, ich bin da ein bisschen so. Es hat viel weniger Fanservice als die anderen Fire Emblem. Also, es ist deutlich erwachsener. Okay. Ich habe die anderen Fire Emblem schon gemocht, so auf DS, aber das ist auf Switch ist halt viel besser. Es ist einfach viel bessere Dialoge, Charakterentwicklung. So. Die Welt macht auch Sinn, so. Es gibt Nationen, die wirtschaftliche Interessen haben und deswegen bricht ein Krieg aus. Es ist nicht einfach so, ja, Evil of Supreme, Evil of Hitler Doom. Hitler kommt und will alle unterjochen. Ja, mit Evil Hitler oder böser Drache zerstört Welt. Ich muss, glaube ich, echt mal Julian coachen, wie man gegen Namen spielt. Das kann ja nicht an. Ich krass finde so eigentlich so die ganze Story von Witcher 3 macht jetzt Beginn eigentlich nur Sinn, wenn du halt die Bücher kennst, so, weil ich habe halt Witcher 2 gespielt, aber ich wusste halt nicht, wer Ciri ist. So. Keine Ahnung, wer ist die Tante da? So. Auf jeden Fall kommt der Witcher 2 eigentlich nicht vor, wirklich. Gar nicht so wirklich. Ja, ich habe das Spiel mir gekauft nach der Serie. Ja. Und das dann hat es für mich so ein bisschen Sinn gemacht, so von wegen, aber okay. Obwohl ich die Serie halt nicht gesehen habe, ich finde, das Spiel merkt halt sozusagen die Charaktere, also am Ende, ja. Die sind halt schon cool, interessant. Ja. Selbst wenn ich die größere Story nicht so wirklich kenne, super interessant finde, aber die Charaktere alleine machen. Voll. Also der ganze Hunt ist echt cool. Also dieses, du kommst durch die Welt und dann. Also ich bin aber so ein Typ Spieler, ich kann nicht so viele Nebenquests machen immer. Ja. Weil das ist mir immer zu viel. Weil ich werde immer abgelenkt. So. Ich werde immer abgelenkt von, shit, jetzt muss ich dieses Monster besiegen. Nein, aber ich will doch den Hauptquest machen. Ja. Weil das ist ja mein Problem. Ich habe halt jedes Dorf. Deswegen hat es für mich so die Magie, so als ich es zum ersten Mal gespielt habe, so ein bisschen verloren. Ich habe einfach in jedem Dorf hier ist Dorf halt so eine dramatische Geschichte mit irgendeinem Monster, was dann doch hier ist dieses Monster da. Aber dann ist das Monster, war halt doch der Dorfälteste, der total verkackt Pedokult hat. Und irgendwie sowas. Also irgendwann so verliert sich das dann halt so ein bisschen. Wer hat das jetzt mitgenommen? Ja, ich finde aber auch diese Storys auch voll intelligent, so im größeren Worldtelling, weil es mir erst so am Ende jetzt aufgefallen, als ich so weiter gespielt habe. Geralt ist so voll die Force für Civilization. Weil die Welt im Urzustand ist halt so voller Magie und stranger Sachen. Und der Job eines Witchers ist eigentlich, die ganzen Magie zu killen, was dann die Menschen dann. Ja, aber ist eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich war ja die Welt davor nicht so. Das kam ja doch erst durch diese Sphären. Ja, aber es müsste in der Welt, in der sie jetzt leben. Der sie jetzt leben, ja. Weil es gibt eine Quest in Novigrad, direkt vor der Stadt ist so ein großer Wald und da sind dann so Holzfäller und die werden dann umgebaut von so antiken Läschen und bla bla, keine Ahnung, das heißt. Und du killst halt Läschen und dann kommen die Mittag an und fangen den Wald abzuholzen, damit dann Novigrad sich da erweitern kann. Ja, okay. Das ist so das offensichtliche Beispiel. So, Geralt killt halt die ganze Magie und halt die Zivilisation da ausbreiten. Genau, dass die Menschen wieder, damit die Menschen sich wieder ausbreiten können. Ja. Voll. Das ist halt typisch, also das finde ich schon.
ist schon Genius auch teilweise. Auch wie Menschen dargestellt werden, so von wegen, wie grausam sie gegenüber anderen Rassen sind und so. So Elfen oder, weiß nicht. Ja, die Elfen Magier. Kriegen noch mehr Exposition als später in der Story. Naja, cool. Soll ich da runtergehen? Okay. Ja geil, ich hab richtig Bock. Ich spüre das immer so zwischendrin mal. So eine U-Bahn-Fahrt ist so wie nix gerade. Weil ich mach es an, ich folge der Story ein bisschen, halbe Stunde ist rum. Einfach die Zeit ist rumgegangen so. Eine Cutscene, 10 Minuten. Es gibt übrigens noch ein World Space, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, wo du hingehen sollst. Skellige? Da soll ich noch nicht hin. Ich habe für das Level 2. Ist einfach nochmal riesiger. Ist einfach so ein Skyrim einfach nochmal. Nochmal. Auch vom Szenario. Ist alles so riesig, ja. Mit 15 verschiedenen Dungen, wo du zwischen hin und her fahren kannst. Ich will auch nochmal voller Nebenquests. Bei dir spielst du dann nicht, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt nur die Nebenquests, die ich zufällig finde, aber ich gehe jetzt nicht mehr in das Dorf. Geh nicht mehr in die. Ja. Ich mach die auch nicht mehr so wirklich. Ich mach die nur wegen XP, wenn ich so das Gefühl habe, okay, ich müsste vielleicht noch ein Level aufleveln, dann mache ich so lange Nebenquests, bis ich ein Level habe. Du musst schon ein bisschen das. Man muss ein bisschen leveln, ja. Also für die DLC vor allem. Also es gibt eine Optionsmess, bei mir auf dem PC gab es das. Oh fuck. Auf dem PC gab es das, wo du einfach dich auf dem Level spawnen kannst, dass du auf die DLC direkt machen kannst. Aber wenn du sie mit deinem Hauptcharakter machen willst, musst du schon ein bisschen. Ja.